Und wir kommen zum zweiten Top-Thema dieser Tage. Am Sonntag wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Oder erstmals eine Präsidentin. Gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron tritt die rechte Marine Le Pen an. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass Macron diesmal unterliegt. Mit Le Pen würde eine europafeindliche Politikerin in den Élysée-Palast einziehen. Ihr großes Thema im Wahlkampf, die Kaufkraft. Le Pen will die Mehrwertsteuer auf viele Grundbedarfsgüter streichen. Gestern Abend fand das einzige Fernsehduell der beiden Spitzenkandidaten statt. Roter Teppich etwas außerhalb von Paris. Warten auf die beiden Kandidaten. Zunächst kommt Herausforderin Marine Le Pen, wie sie sich denn fühle. Ruhig und gelassen wie schon seit Beginn des Wahlkampfs. Ganz so gelassen wirkt Präsident Emmanuel Macron heute Abend nicht. Ich bin konzentriert und bereit für eine Debatte, in der ich unsere Pläne für Frankreich erläutern kann. Doch von seinen Plänen konnte der Präsident viele nicht überzeugen. Hier in Montreuil, einer der benachteiligten Banlieues von Paris, haben die Wählerinnen und Wähler ihn abgestraft. Zu abgehoben arrogant sei er. Kein Präsident für die normalen Franzosen. Die meisten hier wollen einen Wechsel. Ich war für Mélenchon. Der Linksaußenpolitiker hatte in den Pariser Vororten mehr als 50% der Stimmen bekommen. Seine Wähler sind im zweiten Wahlgang entscheidend. Aber jetzt eine Rechtspopulistin wählen? Ich fürchte um die Zukunft Europas, wenn Marine Le Pen gewählt wird. Ich bin pro-europäisch und ich glaube, dass Emmanuel Macron da besser platziert ist als Le Pen. Die Leute denken, dass Marine Le Pen schlecht ist, aber das ist falsch. Ich glaube, dass es besser für Europa ist, wenn sie gewinnt. Was den Krieg in der Ukraine angeht, wird sie keine guten Entscheidungen treffen. Sie ist doch pro Putin. Um den Krieg geht es natürlich auch im Fernsehduell. Außenpolitik, Macrons Steckenpferd, eines der zentralen Themen des heutigen Abends. Sie sind gegen finanzielle Hilfe für die Ukraine. Das ist falsch. Nein, ist es nicht. Macron in seinem Element, Le Pen in der Defensive, vor allem bei der Frage ihrer Abhängigkeit von Russland. Wenn Sie erlauben, kommen wir jetzt zum Thema Europa. Ich bin überzeugt, dass unsere Souveränität national und europäisch ist und die zwei ergänzen sich. Durch Europa werden wir unabhängiger in Sachen Energie, Technologie und Verteidigung. Es gibt keine europäische Souveränität, weil es kein europäisches Volk gibt. Ich will in der EU bleiben, aber ich will sie tiefgreifend verändern, um eine europäische Allianz der Nationen entstehen zu lassen. Ganz klar, Le Pen will nationales Recht über europäisches Recht stellen, Sprengstoff für die EU. Wer wohl die Wähler in Montreuil überzeugen konnte? Ich wähle wie viele andere am Sonntag nur, um die Rechtsextremisten zu verhindern. Es ist allerdings ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie ist in Frankreich nicht die Einzige, die so denkt. Ja, Frankreich kurz vor der Stichwahl. Wer in diesem TV-Duell mehr punkten konnte, das hat meine Kollegin Karin Mioska, unsere Frankreich-Korrespondentin Sabine Rau, gefragt. Marine Le Pen präsentierte sich eher als Anwältin der einfachen Französinnen und Franzosen, wirkte aber durchaus angespannt. Macron sehr viel lockerer, zeigte sich sattelfester bei Wirtschaftsdaten und Fakten, insbesondere bei dem für die Franzosen sehr wichtigen Thema Kaufkraft. Und in der Außenpolitik, da konnte er schweres Geschütz auffahren, konnte Marine Le Pen eine Abhängigkeit von Putin und von Russland vorwerfen, weil sie nämlich für ihren letzten Wahlkampf Millionenkredite aus Moskau erhalten hat. Sie konterte dagegen und sagte, naja, französische Banken hätten ihr kein Geld geben wollen. Bleiben wir noch mal kurz bei der Außenpolitik. Wir schauen ja diesmal ganz besonders gespannt auf diese Wahl, da jetzt im Ukraine-Krieg Frankreich eine wichtige Rolle spielt. Was käme da auf uns zu, auf Deutschland und auf Europa, wenn Marine Le Pen die Wahl gewinnen würde? Die Zahlen sprechen zwar im Augenblick nicht dafür, aber sollte es so kommen, so ist eins klar,
Sie will ein anderes Europa. Sie spricht zwar nicht mehr vom Austritt aus der EU Frankreichs oder aus dem Euro, aber sie will eine Einschränkung der Freizügigkeit und des Binnenmarkts. Sie will französisches Recht über EU-Recht stellen. Sie will die französischen Beiträge in die europäischen Kassen drastisch reduzieren. Das alles ist mit den derzeitigen Verträgen nicht vereinbar. Also da will sie ganz klar auch die Konfrontation mit Brüssel, und mit der deutsch-französischen Freundschaft hat sie auch nicht viel im Sinn. Das hat sie an anderer Stelle schon deutlich gemacht. Sie will die Rüstungskooperation, die vereinbarten beim Thema F-Gas und gemeinsamen Panzer, aufkündigen. Also wir hätten es dann sicherlich mit einer, sagen wir mal, ziemlichen Krise Europas zu tun, wenn hier in Frankreich am Sonntag Marine Le Pen gewinnen würde.